Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Frag Pocher. Und ihr habt mich gefragt und ich werde euch jetzt natürlich ehrlich und offen antworten. Und das Wichtigste ist natürlich auch wirklich immer die Wahrheit zu sagen. Deswegen, ich befinde mich hier gerade im Privatanwesen von Wladimir Putin in Sotschi. Und das ist ganz schön geworden, das ist alles halt von russischen Steuergeldern erschaffen worden und natürlich für den normalen Bürger frei zugänglich. Jetzt aber zu euren Fragen. Wie schon gesagt, Hashtag FragPocher, vielen Dank für die vielen Fragen, die eingegangen sind. Und ich werde jetzt natürlich auf diese Fragen eingehen. So, fangen wir an. Erdbeerwolf möchte gerne wissen. Lieber Olli, wäre es möglich, dass du in einer neuen Auflage von Wetten, dass in Berlin, so spezifisch ist das hier, eine Saal-Stadtwette präsentierst, bei der du wettest, dass Berlin es nicht schafft, 50 Edati-Doubles auf dem Vorplatz des Berliner Reichstagsgebäudes zu versammeln, die dort außerdem ein Fotoshooting mit leicht bekleideten Jungen im Alter bis 12 Jahren abhalten. Beste Grüße. Ich würde sagen, das ist aktuell ausgeschlossen, aber vielen Dank für die offenen und ehrlichen Worte und auch die nette Frage, die du hier gestellt hast. Das nächste. XXX, also X klein, X groß, X klein, Dafuk X, möchte gerne wissen, wenn du noch einmal am Anfang deiner Karriere stehen könntest, würdest du etwas ändern? Wenn ja, was denn? Und da kommt noch direkt eine zweite Frage. Bist du privat eher ernster oder authentisch, wie halt zum Beispiel im Fernsehen? Ich würde am Anfang meiner Karriere ehrlich gesagt nichts ändern, außer dass ich vielleicht gegebenenfalls schon ein bisschen früher angefangen hätte. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch recht zufrieden mit dem, wie es gelaufen ist. Und ab 21 ging es ja im Prinzip im Fernsehen los. Das ist eine okay Zeit. Und privat würde ich sagen, bin ich ähnlich, wie ich auch so im Fernsehen bin. Ich glaube, nur das hilft letztendlich. Authentizität ist das, was am Ende die beste Chance im Fernsehen hat. Florent Sieler möchte wissen, was hältst du von Religion? Ich selbst bin Atheist. Ohne Punkt danach, einfach zu Ende. Mein Gott, könnte ich jetzt sagen. Ich selber bin ja selber durchaus religiös aufgewachsen. Sehe es aber jetzt so im Prinzip, jeder soll machen, wie er meint. Und wenn nicht, kann man ja immer noch ins Land einmarschieren und Köpfe abhacken. Bioma TV möchte wissen, warst du nicht mal gegen Twitter? Ich? Gegen Twitter? Ich habe nie was gegen Twitter gehabt. Also warum sollte ich was gegen Twitter haben? Ich nutze es ja selber. Also von daher sollte ich nichts haben. Oder meinte er Twitter? Ob ich was gegen Twitter hätte, was natürlich auch eine Anlehnung wäre. Aber wie schon gesagt, was wären die russischen Kugelstoßerinnen ohne Twitter? Nichts, höchstwahrscheinlich. Nächste Frage. Jetzt wird's, es geht um Schweizerdeutsch. Viele Freunde im Ausland. Only for checking möchte gerne wissen. Wagst du dich an die Aussprache des Schweizer Satzes? De Papst hetz Speck speckt spatt schält. Klar, wage ich mich an die Aussage dieses wirklich bedeutenden Satzes des Schweizer Kulturerbes. De Papst hetz Speck spatt schält. Sehr cool, möchte wissen, bist du schwul? Nein, das kann ich. Also, wenn es mir hilft, gerne. Aber aktuell nicht. Weiter. El Paus Gold möchte wissen, was ist deiner Meinung nach das Größte, was du bis jetzt in deinem Leben erreicht hast? Das sind die 1,73, die jetzt gerade vor dir stehen. Also mit Abstand das Größte, was ich im Leben erreicht habe. Ich würde gerne 1,74 oder 1,75 erreichen. Wird leider nicht mehr möglich sein. So, dann Koruba 300. Kannst du mal bitte diese hässliche Bitch, die du gegenwärtig am Start hast, verlassen? Danke, Smiley, du Hurensohn. Ja, Koruba 300. Ich habe mit deiner Mutter ausgemacht, dass wir so lange warten, bis der Hartz-IV-Antrag für dich durch ist und dann werde ich sie sofort verlassen. Man Ube 96. Economy, Business oder First Class? Das ist schon eine Frage heutzutage. Ich schätze, es geht um das, wie ich am liebsten fliege. Wenn ich selber zahle, Economy, wenn ich es bezahlt bekomme, Business und dann gefälligst mit einem Upgrade in die First Class. Namenlos 0901.
Wird es, wie du einmal gesagt hast, bei 1 Million Likes auf Facebook wieder Rent a Pocher geben? Ich denke, das fragen sich viele hier. Ja, wie schon gesagt, wir sind ja auf einem guten Weg. Ich habe gesagt, wenn wir 1 Million haben, dann überlege ich es mir ernsthaft. Wir sind ja kurz davor. Wir haben ja bei Facebook jetzt so 929.000 Leute. Und an mir persönlich soll es nicht unbedingt liegen. Und ich bin am Überlegen, ob wir das nicht zumindest mal auch als Rubrik hier im YouTube-Channel machen sollten. Von daher könnte gut passieren. Mal sehen. Farid Bang. Ich weiß nicht, ob es wirklich Farid Bang ist. Hey Banger, hey yo, ey, was geht, ey, Bitches, what's up? YouTube oder Fernsehen? Das ist ohne Punkt und Komma geschrieben, alles groß. Ehrlich gesagt, tendenziell gucke ich noch mehr Fernsehen, aber wenn man was im Fernsehen verpasst hat, guckt man es natürlich auf YouTube. Meistens sind die Rechte allerdings dann so schnell geblockt, dass man es dann nicht mehr rechtzeitig auf YouTube sehen kann. Aber grundsätzlich nimmt YouTube natürlich immer mehr Platz ein und Fernsehen wird immer weniger. Aber für Live-Events und gerade Sport weiterhin natürlich Fernsehen. Dann Black Rider 2101. Kannst du mal wieder Angela Merkel imitieren? Demnächst. Aline Wouters, kennst du Luxemburg? Warst du schon einmal hier? Ich komme aus Luxemburg und ich bin ein großer Fan von dir. Zwinker-Smiley. Kennst du Luxemburg? Ja. Warst du schon mal hier? Ja. Ich komme aus Luxemburg und bin ein großer Fan von dir. Ich von dir auch. Ich komme definitiv bald wieder. Ehrenwort. Und zu guter Letzt Simon oder Simona Dolfs. Kannst du mir einen Huni leihen? Oder einen Huni? Ich weiß nicht, wenn ein Huni kurz für einen 100-Euro-Schein ist, kommt drauf an, wofür. Also einfach nochmal schreiben und dann kann ich mir es auf jeden Fall gut vorstellen. Das waren eure Fragen, das war Frag Pocher und demnächst gibt es mehr Antworten auf die Fragen, die die Welt bewegen, hier auf meinem YouTube-Channel. Also kommentiert weiter, schreibt runter, wir sehen uns.